Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Simon vom YouTube-Kanal The Bad Beard. Ich habe jetzt den Sleeper Simulant bekommen zum ersten Teil der Questreihe, wie man das Teil ja kriegen kann, habe ich ja schon ein Video gemacht. Da erkläre ich euch, wie ihr die erste Quest macht, wie ihr die überhaupt freischaltet. Wenn ihr jetzt hier klickt, dann kommt ihr zu diesem Video. Wenn ihr das schon gesehen habt, dann ist hier der zweite Teil dieser Questreihe. Es ist jetzt so, habe ich herausgefunden, dass man einen Tag warten muss, nachdem man den ersten Teil fertig gemacht hat. Dann muss man erstmal was abgeben bei Banshee und am nächsten Tag hat er dann eine Exotic-Quest für einen. Da muss man dann eine heroische Strike-Mission machen, und zwar Fallen Saber. Und ja, die ist relativ schwierig. Wir waren 300er, glaube ich. Das Gute daran ist, das Ding hat eben auch eine Teamsuche. Das heißt, ihr müsst nicht unbedingt jetzt sofort ein paar Freunde dabei haben oder so. Aber ich empfehle euch auf jeden Fall, so hoch wie möglich vom Lichtlevel zu sein, wie ihr könnt. Der erste Teil dieser Quest ist ja, dass man diesen Satelliten verteidigen muss. Da ist es sehr sinnvoll, wenn ihr einen Jäger dabei habt, der Unsichtbarkeitsgranaten hat, oder einen Titan mit einer Bubble. Es ist, wie gesagt, nicht einfach, aber es ist zu machen. Der zweite Teil ist dann natürlich, dass ihr da in den Bunker reingeht. Da habt ihr dann nochmal ein paar Gegner. Und das ist eigentlich alles relativ easy. Schwierig wird es dann nur wieder beim Boss. Und auch hier sind Unsichtbarkeitsgranaten und so weiter ganz sinnvoll. Es ist auch gut, wenn man sich über den Raum verteilt, sodass die Aggro der einzelnen Mobs nicht die ganze Zeit auf einen Punkt gerichtet ist. Ihr müsst natürlich aufpassen, ihr wisst ja, wenn ihr die Mission schon öfter gespielt habt, dass verschiedene Plattformen, verschiedene Teile dieser Map dann plötzlich irgendwie anfangen Schaden zu machen, weil sie so einen Elektro-Effekt bekommen. Es ist auch echt sinnvoll, wenn man eine Sniper dabei hat und auch ab und zu mal oben auf diese Schachte guckt und ja, die Fernkampf- oder Sniper-Gegner eben wegmacht. Das ist dann auf jeden Fall wesentlich einfacher, wenn man nicht dauernd gewonshottet wird. Also die machen schon ziemlich viel Schaden, da sollte man auch kurzzeitig mal ein bisschen drauf achten. Ansonsten ist natürlich dann einfach nur Ausdauer gefragt, und in der letzten Phase müsst ihr auch noch drauf achten, dann hat der Boss ja so eine Art Melee-Effekt, also Nahkampfschaden, und verfolgt euch ja. Auch da solltet ihr nicht auf einem Platz stehen, sondern euch eher aufteilen, dass er immer nur einen Spieler verfolgt. Ist aber auf jeden Fall zu machen. Also ich wünsche euch viel Glück dabei, weil danach bekommt ihr nämlich direkt die Sleeper Simulant, wenn ihr dann die Quest bei Banshee abgebt. Ich habe die Waffe dann auch voll gelevelt, und es ist halt, wie gesagt, einfach ein Heavy Fusion Rifle, macht extrem viel Schaden und schlägt durch, prallt an Wänden ab, der Strahl und so weiter. Muss ich nochmal genauer testen, wie das im Raid und so weiter dann ist. Scheint aber auf jeden Fall eine ziemlich gute Waffe zu sein. Sieht auch vom Look einfach extrem gut aus. Wenn ihr schon eure Sleeper Simulant habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wenn ihr noch irgendwelche Anmerkungen habt, könnt ihr auch gerne drunter schreiben. Jetzt gibt es übrigens auch die zweite Folge meines Podcasts mit dem Myratax, einem anderen YouTuber und einer Freundin von mir, der Chiara, die in der Gaming-Presse auch arbeitet, auf meinem Kanal zu finden. Da gibt es eine Stunde oder zwei Destiny-Gameplay drunter, und wir labern einfach über Games, die wir gespielt haben, wo wir nicht gepackt haben, Videos zuzumachen. Was so neu ist in der Videospielbranche. Ich hoffe, ihr schaut da mal rein. Das macht echt viel Spaß. Bald gibt es übrigens auch meinen Eindruck zur Star Wars Battlefront Beta. Da könnt ihr euch also auch schon mal drauf freuen. Und ja, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut.